Hallo und herzlich willkommen zur 42. und somit Douglas Adams gewidmeten Folge der UFO-TV-Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Bestseller, CNN und Co. Lou Elizondo, imminent und kein Ende. Die Royals und die UFOs. Eine neue Dokumentation widmet sich dem engen Verhältnis der britischen Royals zu dem Phänomen. Beweise. Die Long Island UAPs. Eine sorgfältige Langzeitstudie präsentiert neue Beweise für die Realität von UFOs. Heatmap, was neue Techniken und private Initiativen enthüllen können. In eigener Sache, wieso die UFO-TV-Wochenschau jetzt früher erscheint und mehr. Auch zwei Wochen nach dem Erscheinen des Aufdeckungsbuchs Imminent von Lou Elizondo nimmt der Rummel darum kein Ende. Und das ist gut so. Die wichtigste News dabei ist wohl, dass es das Buch vorige Woche auf Platz Nummer 1 der New York Times Bestsellerlist geschafft hat. Und zwar als Neueinsteiger, als Instant Nummer 1. In der kombinierten Print- und E-Book-Sachbuch-Kategorie. Und nicht nur dort. Imminent erreichte auch noch den Platz 1 auf der Bestsellerliste der Sunday Times und landete auf der Bestenliste von USA Today. Das ist natürlich vor allem erfreulich für Elizondo und für den Verlag, aber es ist auch als Zeichen nach außen nicht zu unterschätzen. Menschen lieben Bestsellerlisten und schauen gerne nach, wer hoch platziert ist. Doch nicht nur das. Auch viele Medien scannen die obersten Ränge bei ihrer Suche nach populären Themen. Solche Top-Platzierungen haben also auch Auswirkungen auf die Berichterstattung weiterer Zeitungen, Fernsehsender und Podcasts. Apropos, wie schon in der letzten Ausgabe der Wochenschau berichtet, schlägt das Buch vor allem in den USA bereits jetzt hohe mediale Wellen. Alle drei großen klassischen US-TV-Stationen ABC, CBS und NBC haben nicht nur bereits berichtet, sondern hatten Lou Elizondo jeweils auch live zu Gast. CBS sogar im Studio. Wie nun auch CNN. Und zwar nicht irgendwo in einer kleinen Online-Nische, sondern in Laura Coates Live, einer der größten Primetime-Shows. Die Moderatorin Laura Coates widmet sich darin ihrem Studiogast über 7 Minuten und stellt dabei alle Fragen, die CNN in den letzten Jahren nicht gestellt hat. Und sie erhielt dabei all die Antworten und Informationen, über die CNN in den letzten Jahren eben nicht berichtet hat. Für Leute, die jetzt schon mehrere Interviews mit Lou Elizondo gesehen haben, ist da natürlich nicht viel Neues dabei. Er wiederholt im Großen und Ganzen das, was er zuletzt immer sagt. Und was er eben im Rahmen seiner Freigabe durch das Pentagon sagen darf. Aber er geht dabei oft hart an die Grenze. So sagte Elizondo bereits ziemlich am Anfang den Satz: "We have something that is made by non-humans." Also wir haben etwas, das von Nicht-Menschen gemacht wurde. Diese Aussage hat innerhalb der Community für viel Aufsehen gesorgt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch genauso gemeint war, wie sie verstanden wurde. Möglicherweise meinte Elizondo das mehr in dem Sinne von: bei unserem Thema, bei unserer Sache geht es um etwas, das nicht von Menschen gemacht wurde. Denn wenn er die Freigabe hätte, einfach so zu behaupten, dass die USA fix über eine nichtmenschliche Technik verfügt, hätte er das vermutlich schon früher wo gesagt. Aber für mich ist das sekundär. Wichtig ist, dass er einen Auftritt bei CNN hatte, in einer wichtigen Sendung. Und auch hier wieder ein großes Publikum erreicht hat, das zuvor nichts oder kaum etwas von all dem wusste. Seit Beginn dieses Channels weise ich immer wieder darauf hin, dass sich erst dann wirklich etwas bewegen wird, wenn große Medien über das Thema berichten. Nun, das passiert gerade. Mal sehen, welche Folgen das noch haben wird. Link zu einem Mitschnitt des CNN-Interviews in der Beschreibung. Übrigens hat auch Ross Coulthard das Thema Imminent noch einmal auf News Nation aufgegriffen. Seine einstündige Sondersendung lief ja bereits zur besten Sendezeit auf dem Nachrichtenkanal. Wir haben berichtet.
Jetzt legte er in seiner eigenen Show Reality Check noch einmal nach und präsentierte Interviewteile, die es aus Zeitgründen nicht in die Originalsendung geschafft hatten. Außerdem hatte er den Aufklärungsjournalisten Marek von Rennenkampf als Gesprächspartner zu Gast, mit dem er noch einmal ausführlich über das Buch von Elizondo sprach, dessen brisanteste Inhalte und was es möglicherweise noch bewirken wird. Vor allem auch hinter den Kulissen im US-Kongress. Link auch zu diesem Video in der Beschreibung. Wie auch zu einem weiteren, nämlich dem einer ausführlichen Buchbesprechung durch den prominenten Historiker und UFO-Forscher Richard Dolan auf dessen eigenem Kanal. Spoiler, er findet das Buch großartig. So, nun noch zu ein paar Randthemen im Zusammenhang mit Imminent und Elizondo. Das Verteidigungsministerium steht ja bei Presseanfragen noch immer auf dem Standpunkt, dass es ATIP nie als offizielles Programm gegeben hat und Elizondo daher auch nicht dessen Leiter war. John Greenwald Jr. von The Black Vault, der in den letzten Jahren genau in diesen Unklarheiten herumgestochert hat und dabei sogar gelegentlich mit Elizondo aneinander geraten war, hat nun einen Coup gelandet, der die Aussagen von Elizondo im Wesentlichen bestätigt. Es handelt sich um ein nach langem Ringen mittels Freedom of Information Act freigegebenes Dokument, das nachweist, dass das Verteidigungsministerium hier schon lange ein falsches Spiel spielt und einen Zickzackkurs zwischen Offenbarung und Verschleierung fährt. Elizondo hat Greenwald bereits persönlich zu dem Fund gratuliert und zwischen den beiden ist nun offenbar alles wieder gut. Ich habe mich damit zwar näher auseinandergesetzt, gehe jetzt aber nicht näher darauf ein, da ich glaube, dass diese Interna nicht jeden so rasend interessieren. Falls aber doch, Link zu dem Artikel auf The Black Vault in der Beschreibung. Ein weiterer verwandter Nebenaspekt zum Thema, welche Rolle Elizondo nun tatsächlich gespielt hat, war ja auch der hier bereits berichtete Konflikt rund um Eric Davis. Siehe letzte Wochenschau. Da hat sich inzwischen einiges geklärt und wie schon von mir vermutet, gibt es keinen ernsthaften Konflikt zwischen Davis und Elizondo. Es ging nur um semantische Unterschiede. Was genau nun ATIP war und welche Rolle die beiden nun jeweils genau darin ausgefüllt haben. Auch dazu an dieser Stelle nicht mehr. Allerdings hat sich daraus noch etwas anderes ergeben. Eric Davis gibt normalerweise kaum bis keine Interviews und ist auch sonst in der Szene nicht sehr aktiv. Eine Ausnahme stellte eine private Facebook-Gruppe zum Thema UFOs dar. Hier war es auch, wo er seine Aussagen über Elizondo gemacht hatte, die diesen ganzen Konflikt ausgelöst haben. Was kurioserweise zur Folge hatte, dass manche Mitglieder der Gruppe nun Davis beschuldigten, gar nicht der echte Davis zu sein. Das war zwar relativ rasch aufgeklärt, er ist es wirklich, aber im Zuge dieser absurden Diskussion kam auch das berühmte Wilson-Davis-Dokument zur Sprache. Also jene Mitschrift eines Gesprächs, in dem ein hochrangiger Militär, eben Admiral Wilson, Eric Davis über die reale Existenz des Crash-Retrieval-Programms Auskunft gab. Vor einiger Zeit berichteten wir an dieser Stelle über einen Kurzfilm auf YouTube, der diese Begegnung mit Schauspielern aufarbeitet. In einer seiner Facebook-Antworten bestätigte Davis nun deutlicher als je zuvor, dass dieses Dokument tatsächlich echt ist. Er sich also damals wirklich mit dem Admiral getroffen und es danach niedergeschrieben hat. Über die Echtheit gab es zwar aufgrund anderer Aussagen von Davis in der Vergangenheit nicht wirklich Zweifel, aber diesmal waren seine Worte deutlich und klar. Unter anderem ließ er wissen, dass er ganz und gar nicht mit der Veröffentlichung dieses Memos einverstanden war. Die geschah damals ohne sein Zutun. Wer mehr dazu wissen will, Links über den ganzen Konflikt in der Beschreibung. Ein Negatives hatte das Ganze jedenfalls leider noch. Davis hat sich aufgrund der ganzen Sache und vor allem seiner aus der Gruppe geleakten Aussagen von dort zurückgezogen. Weitere Insider-Informationen von ihm, sei es direkt oder indirekt, sind nun also leider nicht mehr zu erwarten. Okay. Nach so viel Insider-Geplauder nun zu etwas, wie es bei Monty Pythons immer hieß, ganz anderem.
Dass sich viele Vertreter der großen Adelshäuser Europas schon immer auch sehr für das Paranormale interessiert haben, ist wahrlich kein Geheimnis. Und auch das Interesse des englischen Königshauses daran ist relativ gut bekannt und belegt. Weniger bekannt ist allerdings die Connection der Royals zu UFOs. Hier wusste man vor allem über das Interesse vom Vater von King Charles, Prinz Philip, dem Mann von Königin Elisabeth, Bescheid. Charles, so sagte man, wäre da eher im Bereich der Esoterik daheim. Die adelige Person Europas mit dem bekanntesten Interesse am UAP-Phänomen ist ja eigentlich Hans Adam II. Von Liechtenstein, der immer wieder in der UFO-Literatur erwähnt wird und sogar einer der Sponsoren rund um die Forschungen von Robert Bigelow war. Nun erschien jedoch gerade eine neue Dokumentation, die das Verhältnis zwischen dem englischen Königshaus und den fliegenden Untertassen aufgreift und aufarbeitet. Sie heißt The King of UFOs, wurde im August veröffentlicht und streamt derzeit in den USA auf Tubi und Apple TV. Für Otto-Normalverbraucher ohne VPN im Moment also nicht erreichbar. Allerdings ist ein Release für Amazon Prime bereits angekündigt. Inzwischen kann man sich immerhin den Trailer der Doku ansehen, in der bereits Nick Pope und einige weitere bekannte UFO-Forscher zu Wort kommen. Link in der Beschreibung. Wenn man diesem Trailer und der Beschreibung des Films glauben darf, gibt es da einiges Verborgenes, mehr als man bisher wusste. So soll Königin Elisabeth persönlich Investigatoren losgeschickt haben, um sich über Kornkreise informieren zu lassen. Und Charles selbst soll 1975 einen UFO-Prototyp geflogen haben. Falls Sie sich dabei allerdings, wie man aus dem Trailer schließen könnte, um das VZ9 Avrocar gehandelt hat, wäre das keine große Sache. Allerdings wurde diese Fehlentwicklung bereits 1961 eingemottet, also wer weiß. In einer Presseaussendung zu dem Film heißt es jedenfalls unter anderem auch, dass der jeweilige König oder die jeweilige Königin von Großbritannien als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Kirche von England in einige dieser Geheimnisse eingeweiht sein müsste. Die Sache ist also nicht völlig trivial. So zeigt auch dieser Fall wieder einmal, wie groß das Interesse in den höchsten Rängen der Politiker, Militärs, Wirtschaft und offenbar auch Adelshäusern an dem Thema war und ist. Auch wenn sich deren Vertreter nach wie vor kaum dazu öffentlich äußern. Wenn solche Interessen allerdings aufgedeckt werden, ist das für die Enthüllungsbewegung als Ganzes nicht uninteressant. Auch wenn es etwa in diesem Fall eher nach einem Bericht in der Regenbogenpresse klingt. Denn viele Leute richten ihre Meinung und ihr Verhalten nach dem von Prominenten und hohen Tieren. Davon lebt unter anderem auch die Werbeindustrie nicht schlecht. Also, es ist zwar nicht unmittelbar zu erwarten, aber sollte der König der UFOs, also King Charles, sich tatsächlich einmal öffentlich zu all dem äußern, würde das zweifellos einiges bewegen. Doch nun zu handfester, seriöser Forschung. Aktuell macht die Nachricht die Runde, dass zwei Forscher in einer außergewöhnlichen UAP-Langzeitstudie mit sorgfältiger Methodik und präzisen Instrumenten einiges zutage gebracht haben. Und das haben sie nun auch in einer wissenschaftlichen Arbeit publiziert. Die Brüder John Joseph Tedesco und Gerald Thomas Tedesco sind bei Avi Loeb's Galileo-Projekt in Harvard sowie für andere große Universitäten der USA tätig. Von Juli 2022 bis Juli 2023 beobachteten die beiden in einem zu einer Forschungsstation umgebauten Wohnmobil namens Nightcrawler Nacht für Nacht den Himmel über der Küste von Long Island, also knapp außerhalb von New York. Ihre Ergebnisse hatten sie gemeinsam mit einer genauen Beschreibung ihrer Methoden zwar bereits Anfang des Jahres in einem Buch namens Nightcrawler Eye on the Sky veröffentlicht, aber nun folgte die Publikation eines wissenschaftlichen Papers. Und zwar unter dem Titel Eye on the Sky, a UAP Research and Field Study off New York's Long Island Coast.
Also in etwa Blick in den Himmel, eine UAP-Forschungs- und Feldstudie vor der New Yorker Küste von Long Island. Darin legen sie ihre Methodik noch einmal genau offen, präsentieren ihre Instrumente und natürlich auch die Ergebnisse. Wieso sie sich ausgerechnet in einem Nationalpark auf Long Island, genauer gesagt im Robert Moses State Park, auf die Lauer legten, begründeten die beiden in der Arbeit folgendermaßen. Dieser Standort ist bekannt für seine einzigartigen Umweltbedingungen und sein Potenzial zur Erforschung ungeklärter Luftphänomene, basierend auf einer beträchtlichen Anzahl retrospektiver UAP-Fälle, die vor der Küste Amerikas gemacht wurden. Soll heißen, statt sich im Nachhinein Berichte anzusehen, wollten die beiden über einen langen Zeitraum proaktiv von einem möglichen Hotspot aus nach UAPs Ausschau halten. Tatsächlich ist eine derartige über ein Jahr laufende Langzeitstudie aktuell einzigartig. Zumindest von ziviler Seite her. Denn natürlich beobachten viele Militärs auf der ganzen Welt jede Nacht ihren Luftraum. Verraten aber nicht besonders viel darüber, sollten sie dort etwas Ungewöhnliches erblicken. Das genau ist ja auch der Ansatz von Avi Loebs Galileo-Projekt. Wie er gerne sagt, ist der Himmel nicht klassifiziert, also nicht geheim, und niemand kann ihn oder andere daran hindern, mit Messinstrumenten nach oben zu schauen. Genau das haben die Tedesco-Brüder nun getan und tatsächlich einiges beobachtet, und zwar von Anfang an. Zitat. Seit Juli 2022 beobachteten wir ein Lichtphänomen, das sich im leuchtenden Zustand am häufigsten als Spheroid darstellt, während es bei verminderter Leuchtkraft morphologisch ein polyedrisches Erscheinungsbild zu zeigen scheint. Weniger Sichtungen traten als Ovaloide und Zylindroide auf. Die Spheroide waren vom 7. Juli 2022 bis zum 30. März 2023 konsistent und präsent. Diese Beobachtungen zeigten ungewöhnliche Flugeigenschaften, extreme Geschwindigkeiten und lange Zeiträume der Inaktivität, bei der sie stationär zu sein schienen. Die Objekte zeigten auch ungewöhnliche physikalische Eigenschaften, schwankende Albedo-Zustände, Glitzern, Rotation, Variationen im Spektralbereich und Zustandsänderungen von widerscheinend zu selbstleuchtend. Dieses Lichtphänomen zeigte zeitweise ein schwarmartiges Verhalten, das nicht zum Muster des regulären Flugverkehrs passte und nicht durch Daten der Flugsicherheit verifiziert werden konnte. Mit anderen Worten, es gelang ihnen, eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Objekten am Himmel zu beobachten. Teilweise Lichtphänomene, teilweise körperlich. Und der Abgleich mit den offiziell zugänglichen Flugdaten ergab, dass es sich nicht um Flugzeuge handelte. Auch andere bekannte Objekte konnten die beiden Forscher aufgrund ihrer unterschiedlichen Sensoren in den meisten Fällen ausschließen. Wie sie in der Abhandlung überhaupt mehrfach betonen, dass sie viele Objekte nicht mit bloßem Auge sehen konnten, sondern sie nur von ihren Messinstrumenten wahrgenommen wurden. Hier aber teilweise überlappend von mehreren. Das heißt, dieses Papier präsentiert wissenschaftliche Beweise für UAPs. Nein, sie haben keine fliegende Untertasse gefangen. Nein, sie haben keine hochauflösenden Fotos einer fliegenden Untertasse gemacht. Und nein, sie haben auch nicht die DNA eines Aliens entnommen. Das hätten natürlich viele in der UFO-Community recht gerne. Vermutlich auch ihr und auch ich. Aber so läuft das nicht unbedingt. Es geht um etwas ganz anderes. Mit ihrer Langzeitstudie haben die forschenden Brüder bewiesen, dass man, wenn man entsprechende Messinstrumente in den Himmel hält, fast zwangsläufig anomale Phänomene findet. Etwas, das unter anderem auch der in diesem Kanal schon öfters erwähnte Baptiste Fiscour bestätigen kann, der mit einem ähnlichen Setup, wenn auch nicht derart Hightech und State of the Art, ebenfalls regelmäßig Ergebnisse mit seinem Beobachtungsmobil erzielt. Und das ist wohl auch der Punkt, worum es den beiden Forschern in erster Linie ging. Wenn man sich die Mühe nimmt,
und die Angelegenheit seriös untersucht, erhält man geradezu zwangsläufig Ergebnisse, dass da etwas ist. Sichtungen und Messungen sind, wie auf diesem Kanal immer wieder betont, einfach weitaus häufiger, als man glaubt. Und es gibt offenbar viel mehr, das da oben herumschwirrt. Viel mehr, als man denkt. Und vieles davon ist nicht nur unerklärt, sondern aktuell sogar unerklärlich. Diese Langzeitstudie beweist nun ein für alle Mal, dass es sich lohnt, diese Phänomene weiter zu erforschen. Denn für Wissenschaftler ist so etwas ein Beweis, also ein Beweis, dass da etwas ist. Was genau, werden hoffentlich zukünftige Experimente und Forschungen ergeben. Wer sich für die Studie oder das Buch interessiert, Links in der Beschreibung. Und weil wir gerade dabei sind, hier noch ein zweites Projekt, wenn auch deutlich bescheidener als das zuvor. Denn neben der wissenschaftlichen Erforschung und natürlich den politischen Bemühungen sind private Unternehmungen rund um das Phänomen ein weiterer wichtiger Faktor, um mehr herauszufinden, um mehr Wissen zu verbreiten. Hier leistet vor allem das Internet fast unschätzbare Dienste, weil sich heutzutage Informationen kaum mehr unterdrücken lassen und etwa Fehlinformationen von offizieller Stelle schneller widerlegt werden und somit an Schlagkraft verlieren, wie etwa der letzte irreführende Arrow-Bericht. UAP-Blogs und YouTube-Channels haben vielleicht im Einzelnen nicht so viel Wirkung wie große Fernsehsender, aber sie gewinnen zunehmend an Bedeutung und werden auch immer mehr. In diesem Sinne bitte nicht vergessen, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und dann gibt es noch den Bereich Big Data. Der Wissenserwerb durch Metadaten aus dem Netz hat zwar vor allem durch die Aktivitäten verschiedener sozialer Medien einen schlechten Ruf, aber auch die Forschung profitiert davon. Eine meiner persönlichen Lieblingsthesen ist ja die, dass in absehbarer Zeit eine mit allen bekannten UFO-Daten gefütterte KI in kürzester Zeit definitive und unwiderlegbare Beweise für das Phänomen liefern wird. Allein durch die statistische Auswertung. Es gibt aber auch ganz andere Anwendungsgebiete für Big Data, wie ein aktuelles Beispiel zeigt. So hat vor kurzem jemand, also ich könnte es nicht, aber es dürfte gar nicht so schwer gewesen sein, ein Programm geschrieben, das spezifische Google-Suchanfragen nach UFOs auf einer sogenannten Heatmap darstellt. Also Aussagen und Fragen wie, ich habe ein UFO-UAP gesehen oder wo kann man ein UFO-UAP melden? Eine Heatmap ist eine Landkarte, wo Treffer je nach Häufigkeit größer dargestellt werden. Dadurch lassen sich in diesem Fall Sichtungen leichter und in Echtzeit entdecken. Derzeit funktioniert das nur in den USA. Natürlich gibt die Häufigkeit der Sichtungen alleine noch keine verlässliche Auskunft darüber, was da genau gesehen wurde. Dennoch stellt so eine Heatmap eine wertvolle Grundlage für weitere Forschungen dar. Derzeit vielleicht nur ein Kuriosum, möglicherweise aber auch ein zukunftsweisendes Tool. Haben euch die Inhalte bisher gefallen? Findet ihr diesen Kanal interessant? Dann klickt doch bitte gleich auf den Abo-Button. Auf den meisten Geräten rechts unten im Bild. Wir sind knapp vor 2000 Abonnenten und die würde ich doch gerne demnächst knacken. Und dann bitte auch gleich die Benachrichtigungen einschalten, dann werdet ihr sofort über alles informiert, was sich hier tut. Falls ihr das schon habt, werdet ihr vielleicht mit Staunen bemerkt haben, dass die dieswöchige Folge von UFO TV News bereits am Dienstagabend erscheint und nicht erst Mittwoch in der Nacht. Das hat einen simplen Grund. Als ich den Kanal eröffnet habe, ging es mir in erster Linie darum, rasch eine Plattform zu schaffen, mit der ich die ständig mehr und dichter werdenden News rund um UAPs und UFOs auch einem deutschsprachigen Publikum vermitteln konnte. So geschah es und nun gibt es seit letzten November hier verlässlich jede Woche neue News. Und dazu noch einige andere Features,
wie das Langformat-Nachspiel zur ausführlicheren Analyse, dazu Interviews, wenn bisher auch erst eins, und gelegentlich Breaking News. Über die Feinheiten von YouTube hatte ich mir damals noch nicht viel Gedanken gemacht. So wie ich mir alles eingeteilt hatte, wurde ich immer Dienstagnacht, Mittwochnacht fertig. Und da es sich ja um News handelt, war klar, dass ich sie dann auch sofort veröffentliche. Das Problem ist nur, dass der Algorithmus besonders gerne auf die Klickraten der ersten Stunden schaut. Und die sind, seien wir uns ehrlich, um 1 oder 2 Uhr in der Früh jetzt nicht so gigantisch hoch. Darum die Umstellung. In Zukunft wird es die News immer bereits Dienstagabend geben. Für Kanalmitglieder vermutlich sogar rund eine Stunde früher, aber das werde ich von Fall zu Fall entscheiden. Nun, für manche von euch wird das vielleicht eine Umstellung, aber wie soll ich sagen, besser früher als später. Und wenn es dem Wachstum des Kanals hilft, hurra! Was übrigens auch hilft, ist, wenn ihr dieses Video liked, kommentiert und verbreitet. Im Zuge des Erscheinens von Imminent stehen uns nämlich demnächst sicher noch einige weitere Enthüllungen bevor. Und die würde ich dann gerne einem möglichst großen Publikum präsentieren, um das Thema endgültig aus der Schmuddelecke zu holen. Ganz in diesem Sinne noch eine Ankündigung. Wie schon das letzte Mal erwähnt, wurde ich vor kurzem für den JWR-Podcast interviewt. Jetzt gibt es auch einen Termin für die Ausstrahlung, und zwar kommenden Sonntag. Sobald es einen Link dazu gibt, werde ich ihn im Community-Bereich posten. Also noch ein guter Grund, Abonnent oder Abonnentin zu werden. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch Kanalmitglied werden, eine Tasse oder ein T-Shirt aus dem Shop kaufen oder mir ein Trinkgeld hinterlassen oder mir eine Buchungsanfrage für einen Vortrag zusenden. Muss aber alles nicht sein. Ein Like und eure wohlwollende Aufmerksamkeit allein sind bereits äußerst wertvoll. Also dann, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.